So, hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Teil Let's Play Omsi im vierten Part. Und wir sind wieder da, wo wir stehen geblieben sind. Und die Frames sind gerade unheimlich tief. Auf der Linie 92 in Richtung Stadtgrenze. Hier haben wir aufgehört und hier machen wir dann auch weiter. Und wir sollten uns ein bisschen beeilen, weil wir haben Verspätung. Und dann fahren wir gleich mal an. Ach, und übrigens, wir haben ja den Duviat 90 LP wieder dabei. Ganz vergessen. Ja. Sollte ich eigentlich nicht. Aber okay. Okay. Er hat gesagt, wenn ich ihn noch einmal vergesse, bin ich ihm jetzt 10 Euro schuldig. Das ist jetzt recht scheiße. Ja. Damit habe ich schon mal 10 Euro in der Kasse sicher. Ja, und also. Ja, wird. Ich kann nur versichern, er wird noch reich. Oh ja. Also, es wird vorhin zwar die letzte Folge sein, wo ich mit dabei bin. Und dann lasse ich den Pedro. Was Let's Play mal alleine ist ja schließlich sein Let's Play und ich weiß, was ich nicht gesehen. Vielleicht bin ich ein bisschen erkältet schon, ne? War am Dienstag nicht in der Schule. Weil das hat. Ich fühle mich so scheiße gedreht. Ach, vergiss einfach, ja. Also, warte. Also noch was hier zum Spielstand, wie gesagt, nee, nicht wie gesagt. Besser gesagt. Ich bin, musste das, warum steigen die nicht ein? Warte mal, ich kümmere mich da gerade mal drum. Wir haben, warte, Uhrzeit? Okay, also wir sind eigentlich nicht, haben wir falsches Ziel drin? Nö. Okay, dann wollen die höchstwahrscheinlich einfach nicht mitfahren und ich habe auch vergessen, die Fahrziele anzuschalten. Wir fahren einfach mal weiter und hoffen, gut, das gelingt. Ach, übrigens, Mist, schon wieder ab übrigens. Zu dem Spielstand. Wie gerade eben. Der ist nachgefahren, weil ich hatte komplett vergessen, das zu speichern. Deswegen musste ich das komplett nachfahren. Also die Strecke jetzt hier. Das ist vorbei. Ja, okay, das passt. Oh, schön die Sonne im Augenwinkel. Jetzt ist weg. Ja, ich muss das alles nachfahren und deswegen kann es sein, dass hier auf den Straßen noch ein bisschen nass ist, weil das, der Speicherstand, der war von der Linie 13N, wo es geregnet hatte. Wie man da auch noch sieht, da ist eine schöne Pfütze und das Lenkrad rappelt auch gerade wieder. Ja, das ist natürlich super und wir mogeln uns hier gerade noch vorbei, weil ich habe keine Lust hier. Ja, okay, das war's. Hier an der Ampel zu warten. Was hatten wir denn für Themen nochmal? Stimmt, der liebe Dusi hat 9 LP, der hat ein neues Mikrofon gekauft. Ja. Genau. Hatten wir das schon, oder? Nein, hatten wir nicht. Dann ist ja gut, er kam mir nämlich gerade irgendwie wieder blöd vor. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so. Ja, okay. Aber mit dem Partner, ja, ich hatte mal das Mikrofon, das gleiche wie der Kino hat. Aber wenn das hört, dann ist die Qualität noch nicht besser. Da werde ich auf jeden Fall noch, dann will ich halt noch mehr, also damit der Schnupfen halt noch besser rüberkommt im Let's Play. Genau. Und also ja, hier sieht man wieder das Engagement für euch. Er hat sich nur für euch ein neues Mikro gekauft, dass ihr seinen Schnupfen besser hören könnt. Also für ungefähr obwohl eine Woche. Ich nur als Gast dabei bin. Ja. 4 Folgen. Genau. Ich habe nichts groß. Boah. Wo sind denn hier die Frames heute? Wir spielen bei unfassbaren, warte, 19 Frames und das mit ein paar Frame-Einbrüchen, wie zum Beispiel gerade eben. Ich muss mal gucken, was ich da machen kann. Wenn ihr vielleicht einen Tipp dazu habt, höchstwahrscheinlich habe ich die Einstellung ein bisschen hoch, weil manches, was ich eingestellt habe, ist auch wirklich unnötig. Besser gesagt, was ich nicht brauche. Also der Tag gestern, der war ja mal richtig schön eigentlich, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ihr wisst wahrscheinlich jetzt nicht, wovon wir reden, hallo. Aber guten Tag. Es geht um das allzeit beliebte Schulthema. Ne? Kennt man? Richtig. Also da hatten wir so viel zu tun, das war einfach unfassbar. Wir hallo. Waren ja... Ja, hallo. Wir waren Donnerstag, Freitag vor den Ferien, also... Das war noch im August, da waren wir 2 Tage krank. Besser gesagt, ich war 2 Tage krank. Im August, sicher. Haben wir so lange Ferien im September.
Stimmt, September war's. Entschuldigung. Ja, ich bin wieder auf dem neuesten Stand. Also, ja. Also, am Donnerstag und Freitag vor den Ferien war ich krank. Und das war dann natürlich super, weil ich habe da so richtig viel zum Nachholen gehabt. Innerhalb nur zwei Tage. Genau. Wir hatten da so ein super Gedicht, was ich auch so gut lernen kann. Ich liebe Gedichte. Ich glaube. Ich kann zwar sehr gut auswendig lernen, aber. Ja, das kann ich auch, aber das Problem ist dann eben das Vortragen. Ich denke, da sind wir auch nicht die Einzigen, die das Problem haben. Schreibt es mal in die Kommentare. Genau, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da auch so Probleme habt mit dem Vortragen von Gedichten oder hast du nicht gesehen. Guckt einfach mal. Ne? Nicht gucken. Ja. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren. Ja, aber was ich eigentlich gestern meine ist, wir waren gestern mit der Schule nach Bonn gefahren, in die alte Hauptstadt von Deutschland. Genau. Nach unten sind wir gefahren und waren dann da dort am im Beethovenhaus. Ja. Kennt sicherlich jemand? Eine kurze Frage. Irgendjemand kennt das Beethovenhaus bestimmt. Ist ja gar nicht so unbekannt. Auf jeden Fall, was viele wahrscheinlich kennen, ist der Münsterplatz in Bonn. Hundertprozentig. Ja, vor allem, wenn ich in der Nähe von Bonn wohne oder vielleicht in NRW, müssten sie das eigentlich wissen. Ja. Genau. Aber egal, ja, wir waren am Münsterplatz, wo die Schafsburg von Ludwig von Beethoven stehen. Und haben wir natürlich den Karlstadt gesehen und die gibt es ja jetzt auch nicht mehr allzu oft, ganz ehrlich. Und dann sind wir natürlich direkt in den Karlstadt rein und wo die PC-Spiele und sowas stehen und natürlich untergeschossen war natürlich direkt ohne und hab da geguckt und hab gesagt, boah, Angry Birds, 10 Euro für den PC ist doch voll überteuert und die Entscheidung, die wir dazu gemacht haben, haben sie gekühlt, ganz einfach, ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Entscheidung richtig war, aber ich glaube, das hätten wir billiger bekommen können, aber egal. Ich weiß vor allem nicht, für was ich das brauche. Wird wahrscheinlich einfach mal so nebenher, ist eigentlich ganz schön. Angry Birds ist eigentlich nett. Guck mal, das ist eine App für iPhone, für Android. Das ist 50 Cent. Ja, also ich hab's mir eigentlich jetzt immer so. Das ist echt nicht die Welt, in der wir zahlen, für 10 Euro, das kann es sein. Genau, also wie gesagt, ich hab's jetzt einfach gekauft, weil. Also wir haben es uns gekauft, weil. Wir sind keine Angry Birds Liebhaber, wir sind nicht irgend solche Leute, die nur so ein Kram spielen. Wir haben es gekauft, ja. Wir haben es gekauft, weil wir es erstens können und zweitens, weil ich glaube, es ist auch ganz schön als Andenken. Also so ein PC-Spiel, da denke ich zum Beispiel immer, also da behalte ich mir viele Sachen. Was damit zusammenhängt und mit dem Spiel hängt dann eben Bonn zusammen. Also eigentlich ein ganz schönes Andenken. Und ja, also ich hätte lieber Fußballspitze natürlich geholt, aber das war dann nicht mein Budget. Ich hätte natürlich das Geld verholen können von der Bank, aber trotzdem war es. Es wäre dann erst mein Budget gewesen. Ich hätte auch mit der Karte bezahlen können. Warum wahrscheinlich so? Ich hätte mit der Karte bezahlen können. Ja, er ist natürlich ein großer Fußballfan. Ich nicht so, aber Fußball ist ganz in Ordnung. Weil ich mich ja ganz ehrlich, wenn ich jetzt in der Karte bezahlt. Ja, er hat die Karte dabei gehabt. Ich hätte mit der Karte bezahlt, weil er niemand alles in einstecken kann. Super! Genau. Ist eben ärgerlich, aber. Ich glaube, Karstadt ist jetzt auch nicht so besonders das günstigste, weil wie viel hat das gekostet? Zum Beispiel Formel 1 2012. Da kannst du mal schön 50 Euro dafür ausgeben. Also ich finde, das ist nicht ganz so preiswert. Auf Amazon, glaube ich. Ich kenne mich da nicht aus, kann auch sein, dass es falsch ist. Ich glaube aber, auf Amazon wird man es billiger bekommen.
Aber ich glaube, da kennt sich der Q98 dann besser aus. Also auf jeden Fall, was ich meine, ist, wenn ich mir jetzt was kaufe, was ich spiele, was ich eigentlich sehr möchte, wie ein ERPR möchte, eigentlich sehr gerne Formel 1 2012 haben und ich hätte gerne die Ferrari sehen. Und hätten wir uns natürlich das uns kaufen können. Ich hätte es mir sogar kaufen können und war so dumm und hab's nicht gemacht. Das bereue ich natürlich jetzt, aber hätten wir das gemacht, dann sind die Erinnerungen natürlich noch größer an diesen Tagen. Genau, aber ich finde, was Kleines ist eigentlich auch ganz gut. Man braucht ja nicht unbedingt so riesig fettes Geld auszugeben. Ja, schon. Ja, aber ich hätte jetzt auch mal so als Thema ansprechen können, fällt mir gerade ein. iPhone, egal, ist so oder so der Apple App Store. Aber im Apple App Store, da findest du FIFA 13 für 79 Cent oder keine Ahnung, wie wir halten, aber FIFA 12 auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, auf dem DS oder auf dem PC ist das schon ein bisschen besser, weil auf dem iPod hast du jetzt auch nicht so einen riesig fetten Bildschirm oder auf dem iPhone. Ja, und die Steuerung ist halt auch nicht so gut, aber trotzdem hast du 79 Cent, Junge. Ja, ich weiß, also mit den Preisen ist immer so eine Sache. Da sollte man sich dann schon richtig entscheiden. Nein, ihr sollt hier nicht aussteigen. Natürlich richtig entscheiden, wenn da 25 Euro Eintrittskarte kannst du dir über 30 Apps kaufen, ja? Ja. Was ich natürlich abraten würde, ist hier wahrscheinlich die Minecraft Pocket Edition, weil da kannst du sehr wenig, glaube ich, drauf machen, hab ich mal gehört. Ja, nee, das Problem ist, ich bin höchstwahrscheinlich nicht mehr auf dem neuesten Stand, als ich dir das gesagt hatte. Und das war die Demo-Version, die ich gespielt hatte. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel da frei war. Also ich glaube, Schwert gab es nicht, das ist eher so... Ja, ich war sehr gut, ich weiß es. Das ist eher so ein... nennt man... so ein Kreativ-Game von Minecraft ist das eher. Das ist nicht... das kann man jetzt nicht mit dem Survival-Game auf dem PC vergleichen. Das ist was anderes. Und ja... ich weiß nicht genau, ob es zu empfehlen ist, aber Minecraft sollte man sich schon mal angeguckt haben. Das ist ein sehr geiles Game, womit ich mich sehr lange beschäftigt habe. Also, gar nicht sehr lang, aber einige werden jetzt bestimmt lachen, wenn ich sage, ich spiele es jetzt schon knapp über ein halbes Jahr. Ich weiß, es sind Leute schon seit der Alpha dabei. Ist ja Alpha. Genau. Leute, ich zock das, seit wann zock ich das eigentlich? 3 Monate? 4. 11.7. habe ich angefangen zu zocken. Das weiß ich nämlich. Ich habe ganze Zeit wollte ich zocken, aber an anderen Tagen habe ich einmal das bestimmt nur noch 11.7. Das weiß ich noch. Wegen der Systemwiederherstellung. Weiß ich noch 11.7. war es. Oder 11.6. sogar. Also, hier, auf jeden Fall ist es 3 Monate her. So oder so. Eine Kurzstrecke. Okay, wenn ich so kurz ansprechen werde, 1 Monat habe ich Geburtstag. Hallo. Tageskarte. Und 1 Euro. Was hast du gerade gesagt? Ich war gerade ganz bei. Also, ganz einfach mal davon ab. Das war ganz ehrlich, was man natürlich erwähnt hat. Der liebe Kilo hatte. Letzte Woche Geburtstag gehabt, letzte Woche Freitag. Was? Ich hab hier gerade ein paar kleine Probleme im Bus gehabt, also. Ja, ich hatte letzte Woche Freitag Geburtstag. Richtig, am 12. Oktober. Genau. Ja, und ich hab heute in einem Monat, heute haben wir den 18.10. und ich habe am 18.11. Geburtstag, ja. Ich muss noch das ganze 31 Tage warten. Ja, also das ist wirklich heftig, was da auf den lieben Dusi 98 LP zukommt. Das ist untragbar sozusagen. Also was einen Monat warten. Das ist nur noch ein. Nein. Ach. Und hier haben wir wieder schön. Ich wollte auch gerade sagen, ach du heilige Jüde. Ich hab hier gerade wieder... Bist du eigentlich off angezeigt? Ja. Dann ist ja gut. Weil ich habe hier gerade gesehen, dass hier ein guter Freund von uns on. Ja, genau. Genau der. Ja, trotzdem ein guter Freund ist gerade on gekommen und das wäre jetzt ziemlich ärgerlich gewesen, wenn der jetzt in die Aufnahme hier reingekommen wäre.
Also, es ist ja sozusagen schon zweit aufgenommen, weil Fraps die erste verkackt hat. Also, ich weiß nicht, was da war. Ich die Aufnahme ab. Ja. Ich denke, ich gucke es bei nicht. Ja. Da sind wir wieder bei dem. Da sind wir wieder bei dem Thema, was ist besser, zum Beispiel Fraps oder. Dix. Genau. Ah, Casey, ja. Ach so, lieber Kehle, ich wollte dich nur mal vorwarnen. Immer wenn es am 31. Tag, also genau ein Monat vor meinem Geburtstag ist, fange ich jeden Tag 43 Mal an zu sagen, wie viele Tage es sind. Ja, siehst du. Das ist schon wieder super für mich, also da seht ihr es wieder. Das ist echt klasse für mich. Jetzt habe ich schon gesagt, dass ich einen 31. Geburtstag habe. Ja, guck, da fängt es schon an, also das ist echt nervig. Also ich bin halt den ganzen Tag unterwegs, das, also ein Ticket, dass du den ganzen Tag reist. Sie wissen schon, eine Tageskarte. Ja, soll ich was sagen? Eine Tageskarte? Eine Karte für einen Kurzstrecke, bitte. Ja, bitteschön. Bitteschön, so. Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas gerade sagen. Was war's denn? Gero, soll ich dir mal was sagen? Was denn? Ich hab mal einen 30 Tage Geburtstag. Ja, siehst du, da fängt es schon an. Das ist echt schlimm. Also ihr glaubt gar nicht, was der mit mir anstellt. Der verprügelt mich in der Schule, also das geht gar nicht. Ruf die Polizei! Bitte! Bitte! Nein, ach was? Ich komm da so in die Schule und dann drückt der Schupf der mich schon von 500 Meter und schreit dabei. Nein, auf Wasser. Das war jetzt natürlich alles nur Witz hier. Jetzt mal ganz ehrlich. Sicher. Ja, genau. Wir haben im Regen 17 Grad. Ja. Ja, ich habe 23,3 in meinem Bus. Das ist recht angenehm für die Leute. Junge. Ich weiß. Jetzt so rein. Dreh mal eine Stufe runter, dreh mal 10 Stufen, nee. Ich heize ja noch nicht mal. Heiz ich? Ich weiß nicht, ob ich heize. Oh, Fahrkarte. Hallo. Ah, wen haben wir denn da? Und das Lenkrad trappelt wieder. Hallo. Eine Tageskarte. Ah, eine Tageskarte für dich, mein Gutster. Und hören so. Mensch. Ein Gutster. Ja, Gang einlegen, Mist. Und ab dafür. Und wie? Sag ich dauerhaft nicht und wie und ja, er hat so Phasen, ne? Das kennt man. Das kann gefährlich sein für den einen oder anderen, aber. Ja. Sag ich das passt nicht. Schon, auch wenn es mich umbringen wird. Trolling Hand. Dann geht wieder, ja, Achtung. Bitte. Ja. Nein! Dann, komm, so. Ja, das wird so die Faust auf die Hand abrollen und zwar schnell abrollen, dann lässt du das Quatsch und dann einfach die Hand runterbewegen. Und, das ist eine Technik, die wirst du nie lernen. Die wird genug. Und dann ist das Controlling. Er nennt es zumindest Controlling Hand, also. Gegen Ball und Flamer, also wenn der Flamer ist, ist wenn sich weiter allein anfahren. Ja, muss nicht sein, ne? Aus unserer Klasse, aber das ist soweit eigentlich unwichtig für das Let's Play. Oh ja. Na komm, Tür zu. Nö, Junge, Tür zu. Oh. Also immer wenn ich starte, muss ich an unserem Outtake damit denken, so und war. Erstes Laptop-Pause waren wir noch ganz clean. Ja. Da habe ich sogar noch mit meinem Laptop-Mikrofon aufgenommen. Das war noch Zeiten, also. Nein. Und nee, wir wollen nicht mit dem Transit, wir wollen nicht den Transitverkehr in die DDR abschaffen. Das hat Tram Düsseldorf ja, schon gemacht. Hat er eine Aufnahme gestanden, ich wusste das nicht. Ich hatte kein Lust dazu und er, haut dann einfach mal kurz Geräusche rein und ich sitze da so langweilig, da haut kurz Geräusch rein und ich dann so, hey. Ja, das war sowieso der beste Outtake. Den musst du übrigens noch geben, den wolltest du mal haben.
Das haben wir immer noch nicht erledigt und wir haben... Sorry, Leute. Hier ist übrigens ein Standing, was wir haben, ne? Ja, also... Ich will nicht sagen, beste. Logitech ist nicht die beste, aber die beste ist. Ja, also für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich jetzt einfach mal so, als ob ich Profi wäre, ist es eigentlich das allerbeste, glaube ich. Also meiner Meinung nach, was man kriegen kann, wenn man ein Standmikrofon sucht, also ist ein Logitech. Es ist zwar analog, aber die Soundqualität ist eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Na, zumindest besser als ein 10-Euro-Headset. Was also, ist der Unterschied zwischen anderen hier? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, was der Unterschied ist. Wobei ich beim Mikrofon eigentlich, ich weiß gar nicht, was da der Unterschied ist. Oh ja, super. Wir haben die Fahrt auch hier schon fertig und ich sehe gerade, wir haben ja kaum Lol. Wir waren sogar mal zu früh. Ich dachte, wir hätten Verspätung gehabt. Naja, okay. Ja, allerdings. Ich mach mal hier einen Motor aus. Ich muss mal gucken, ob wir dann gleich in der nächsten Folge auf die Map Bad Kinzau gehen oder ob wir dann hier das Gefährt noch in sein Zuhause, also den Betriebshof, fahren. Das muss ich gucken, ja. Weil das passt jetzt nicht mehr rein, weil sonst dauert das zu lang vom Hochladen her. Oh ja. Ja, das dauert sehr lang und das ist dann auch nicht so prickelnd. Ja, und dann werden wir uns natürlich verabschieden. Ich werde mich natürlich jetzt mit einem großen Wort verabschieden, weil die nächste Folge bei der nächsten Map, ich werde vielleicht im Hintergrund so dabei sein, aber ich werde nicht reden. Also, nee, was heißt im Hintergrund? Ich werde einen Sturm schalten, sagen wir so, aber ich kann hören, was der Gegebe macht. Ja, wir werden mal sehen, wie wir dann die nächsten Folgen gestalten. Machen wir einfach mal so, wie wir Lust haben. Ja, genau, aber... Weil wir haben ja noch keine Abonnenten, die uns das vorschreiben, sage ich jetzt einfach mal. Also nee, nicht vorschreiben, die das zum Beispiel vorschlagen. Jo, aber die nächsten Folgen ohne meine Stimme. Vielleicht gibt es ja Leute, die diese Stimme nicht abkönnen. Okay. Ja, okay. Haben wir noch was Wichtiges zu sagen? Ja, also mir hat Spaß gemacht, diese vier ersten Folgen hier bei dir mitzuwirken ich würde auch gerne wieder dabei sein, wenn du mich natürlich einlädst in mein Let's Play. Ja, also mir hat Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuschauern hat es auch Spaß gemacht. Und dann noch viel Spaß weiterhin. Ich verabschiede mich jetzt. Genau, und dann verabschiede ich mich auch. Wir sind die Linie 92 zur Heerstraße Stadtgrenze gefahren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer ab in die Kommentare damit. Und dann würde ich einfach mal sagen, tschüss und bis zur nächsten Let's Play Umsi-Folge. Genau. Also dann, bis dann von mir. Tschüss.